Wir sind hier wieder zurück bei einer neuen Folge von Anno Wie auf dem 20. Präsentierteller. Ja, gut. Fiese Lache bei dir auch? Ja, der hat sich ein bisschen bedroht gefühlt, der kleine Mann. Ja, ich habe gerade die fiese Lache gehört von ihm. Zweiter Versuch hier. Ja, dritter Versuch eigentlich. Ah, ich hasse das. Ich kann im Moment Vierter, wenn man es genau nimmt. Stimmt auch wieder. Ich kann im Moment nicht am Bildschirm ran scrollen, wie ich es sonst immer mache. Deswegen muss ich jetzt hier mit dem Rechtsklick das Fahrzeug machen. Gefechtswarnung. Wir werden gerade leicht angegriffen, aber ich glaube, das ist nicht unser Schaden, den es da gerade gibt. Wir machen gerade ziemlich schnell, ziemlich kaputt. Kann das sein? Alter? Ja. Shit. Aber ein Schiff hat übel abgekriegt. Ja. Die Zodiac 2 hat eigentlich einiges gefressen. Aua, ja. Ey. Gut, wo waren wir jetzt eigentlich stehen geblieben? Eigentlich, da wir ja heute den 31. Dezember haben, wollten wir heute unser großes Feuerwerk veranstalten, oder? Achtung, Produktionsstillstand. Nachdem wir es ja schon erfolgreich geschafft haben, selbst ohne Zeit zu schinden, bis hierhin zu kommen. Kann ich dem Vorstand von unserem Erfolg berichten? Wir brauchen noch 15 Minuten. Verbesserte Wuchtgeschosse. Ökobilanz. Werte steigen. Was? Wo steigen denn die Werte der Ökobilanz? Und warum ist auf unserer Hauptinsel minus 260 Ökobilanz? Was ist denn hier los? Keine Ahnung. What the? Nein, das war ein Spezialgebäude. Wir haben ein Problem. Hast du einen Hüter? Ja. Gut, schmeiß ihn auf die Hauptinsel. Ich registriere Störfall im Atomkraftwerk. Ach, nichts passiert. Was soll denn dabei schon schief gehen? Das habe ich gesucht. So. Mach das mal. So, den Hüter. Registriere Energieknappheit. Ignoriere es einfach. Ökobilanz. Werte fallen. Den Hüter ist da. Oder Wächter heißt der, glaube ich, ne? Nee, Hüter. Mir doch egal, wie er heißt. Hauptsache, er macht Ökobilanzen gut. Oh, wir haben keinen Stahl, oder zumindest nicht genug Stahl. Was soll das? Ich muss mal einmal an unsere Backup-Energie nochmal ran. Minus 12 Energie, trotzdem kann ich sein. Fahr hoch. Hey, du sollst dahin. Blödes Schiff. So, ich muss jetzt nochmal die Flotte durchgucken. Tu das. Weil es fehlt irgendwie wieder ein, Dings. Kommandoschiff. Ich weiß nicht, wo die sind, keine Ahnung. Lypso fährt da. Ach, da ist der Hüter. Tiberius, die hat eine Handelsroute, Tiberius. Warum hat die Tiberius eine Handelsroute? Weil es nötig war zu handeln. Das frustriert das Öl, glaube ich. Registriere Störfall im Atomkraftwerk. Schon wieder ein Störfall im Atomkraftwerk. Wieso habe ich so das Gefühl, dass es hier in naher Zukunft wieder warm wird und leuchten wird? Ich will dieses Ding nicht aufladen, verdammt nochmal! Gib das her, so. Teragi, wir haben ein Problem. Ja? Dieses Item kann nicht verwendet werden, da sie den Inhalt nicht besitzen. Das muss also du machen, oder das geht nicht wegen Add-on. Also, ich denke mal, du musst es machen. Ist ja schließlich deine Arche auch, auf die kann ich auch nicht zugreifen, also musst du das Ding bauen wahrscheinlich. Energieversorgung. Haben Sie den Auftrag zufriedenstellend erledigt? Mein Gott, ist das nervig mit dem Scrollen. So, was für Strom, ey. Es macht nichts. Oh, scheiße, ich kann da kein Atomkraftwerk hinstellen, weil da so ein bekloppter Feldweg in der Todeszone ist. Das ist ein Mist. Du musst es woanders hinbauen. Ja, ich bin ja schon dabei. Dann musst du das woanders hinbauen. Na. So. Achso, ja, abgeben. Ihr Wert für die Firma ist soeben gestiegen. Unser Wert für die Firma ist gestiegen. Way! Ich bin ja so froh. Cool. Die Zodiac 2, die hat sich schon wieder fast selber hochgeheilt, komplett. Mit den Reparaturdingern? Ja. Heftig.
Komm du mal hier hin, Schiffi. Dann können da noch die zwei... Obwohl, die brauchen wir jetzt gar nicht mehr. Obwohl, doch, ich baue sie trotzdem. Aus Prinzip. Das ist mir nicht geheuer im Moment. Bastel hier gerade so ein bisschen an den Kraftwerken rum. So. Energie sollten wir jetzt vorläufig dann wieder haben. Ich bastel. Boah, gar nichts. Worum? Achso, so, das überlagert. Das ist natürlich doof. Registriere Verbesserung der Werte Ökobilanz. Steigen. Ja, jetzt haben wir auch nicht mehr so wenig Energie. Wir steigen ja gerade kräftig im Energie-Output. Ist ja schon mal ganz nett. Ja, und der Hüter, der macht ja auch nochmal 500 plus, ey. Also an Ökobilanz. Ja, an Ökobilanz, klar, aber im Moment sind wir ja stromtechnisch ein bisschen in den Knien gewesen, aber jetzt müsste es gleich besser werden halt. So. Wir haben jetzt nämlich ein weiteres AKW. Unsere kleine Flotte steht hier. Da habe ich noch gar keine Straße zwischen gebaut. Ah, Moment, unsere kleine Flotte. Unsere kleine Farm. Was? Wie? Wo? Wie? Was? Wie? Wo? Nein! Was hast Leute, du jetzt Leute sind gemacht? Irgendwo ausgezogen. Oh mein Gott! Wahrscheinlich auf der Hauptinsel, weil wahrscheinlich die Gourmetgerichte fehlen. Die sind nämlich bei 2. Der Rest sieht eigentlich ganz gut aus. Und die Placebo-Pillen sind schon wieder alle. Das kann doch nicht wahr sein. Was machen die denn mit den Dingern? Müssen alle wieder einziehen. Placebo-Pillen haben wir davon. Wir haben genug davon. Die Handelsroute kommt da anscheinend nicht hinterher. Zieht wieder ein. Ich wollte mir eine Flotte nochmal holen. So. Ich habe einen Trimaran mit Placebo-Pillen losgeschickt. Ist auf dem Weg. Mhm. Wie sieht's aus mit den restlichen Produkten dafür? Haben wir alles? Wir haben Mangan, wir haben Chemikalien, Achtung. Nicht wirklich viele. Produktionsstillstand. Tendenz fallend im Moment. Wir müssten also eigentlich die Fettsäurenproduktion noch ausbauen. Denn die kommt... Na... Im Moment nicht so wirklich hinterher. Huch, so weit nach rein, so. Ach wollte ich so, nicht. Wegen der Polizeistation sind ja auch noch welche ausgezogen. Dö. Muss ich ja dann hier wieder zack dahinstellen. Jetzt müssten wir eigentlich wieder nicht genug haben, noch nicht. Werte steigen. Doch gut. Wie wir das hier so registriere Energieknappheit. Hör ja, wo auf denn zu das? Rein, das ist das falsche Gebäude gewesen. Bei mir hier hinten. Pharmazeutika. Ja, in unserer Pharma-Produktion. Versorgung mangelhaft. Tja, mangelhafte Energie? Das sehe ich anders. Ihr seid nur zu verschwenderisch. Ach Mann, warum hängt die Flotte von der Bevölkerung in diesem Sektor ab? Weil das sonst langweilig wäre. Wenn du einfach unendlich Truppen ausheben kannst, du kannst halt nicht mehr Truppen ausheben, als es Menschen gibt, die du zu Soldaten machen kannst. Das ist das Problem an der Sache. Dann gibt's eben Androiden. Nein! Keine Mecher. Die Echos, die haben doch ihre Haushaltsroboter. Da wird einfach ihre Programmierung umprogrammiert. Nein, das rote Herz ist echt nicht gut. Weißt du, was passiert, wenn die Herzen bei den Haushaltsandroiden rot werden? Wir müssen so langsam gucken, wo wir unsere Raketen hinschießen. Das sollten wir jetzt so langsam mal machen, ja? Ob ich denn überhaupt hier meine Kraftwerke? 2, 3. Ach, unser Alter, unser Atomkraftwerk reicht nicht mehr. Es produziert nicht mehr genug Strom hier auf der Insel. Mir fehlt eine Atomrakete, oder? Weiß ich nicht. Wir hätten noch ein halbes Dutzend. So, ich habe jetzt nur 5 Energie, hoffe ich.
Ich finde nur 5. Viel Gold ist hier auf Lager, nicht wirklich viel. Hm. Hatten wir nur 5? Ich weiß es nicht! Ah, die ist ja noch nicht einmal fertig, die andere. Ja, die eine letzte ist noch nicht fertig, das stimmt. Also können wir noch gar nicht angreifen. Klar können wir. Bis wir fertig sind mit unserer ersten Angriffswelle, ist auch die fertig. So, Das heißt, erste Angriffswelle und die Raketen sind unsere erste Angriffswelle. Ja, und dann müssen sie alle gleichzeitig los. Alarm, Feuerausbruch. Brand. Ach, Leute. In Hell's Kitchen. Nicht im Wirkungsbereich, danke. Ach, da hinten. So, warum habe ich das Eisenerz denn jetzt hier abgeladen? Das musste auf die andere Insel. Wo ist es immer noch nicht im Wirkungsbereich? Nein! Haben wir genug Werkzeug? Im Moment nicht wirklich, ne? Aber wir brauchen noch im Moment nicht so viel. So, jetzt muss es genau im Wirkungsbereich liegen. So. Wie sieht's denn jetzt aus mit unserer Hilfsflotte? Hilfsflotte. Eine große. 3 Kommandoschiffe, 2 Vipern und 2 Kolosse. Nice. Hilfe! Global Trust wird Ihnen in dieser Sache entgegenkommen. Hilfe, unsere Flotte ist zu riesig. Feuergefahr eliminiert. Dieses Feuer ist eingedämmt. Wieso denn das? Ich wüsste nicht, ich weiß nicht warum. Ich auch nicht. So, mein Trimaran. Ich kann nicht verstehen, warum. Was soll denn da jetzt schon groß sein? Alter, wir haben die grünste Insel hier, ey. Ja, jetzt mit Abstand. Trotz 3 kaputten Atomkraftwerken auf der Insel. Ja. Deswegen ist die so grün, weißt du? Ich glaube, unser Containerschiff stelle ich mal lieber in den Hafen, ne? Da ist es dann halt auch sicher. So, was Alter, können wir denn dich sockeln mit was? Dieser zerstörte Pier vor den Atomkraftwerken, ne? Reparaturdrohne. Hört sich gut an. Wo bleibt und eine Angriffsdrohne, hört sie. Wobei, was könnte man noch da drauf tun? Leben? Ja, ein bisschen Leben. Hört sich doch auch gut an. Ach, die steht noch hier unten? Die steht voll beladen hier unten rum und fährt nicht weg. Warum nicht? Kann ich ja lange warten, warum das Schiff da oben nicht ankommt. Nee. Ich habe ein Schiff eigentlich losschicken wollen, es lag aber die ganze Zeit im Hafen und hat sich nicht bewegt. Nicht irgendwo Gold abgebaut? Lecker! So, leer. Dö, dö. Ausgetrunken. Puh. So, dann sollten wir uns jetzt wirklich mal Gedanken machen, wohin wir schießen. Hauptinsel war die oben links in der Ecke von ihm, oder? Ja. Ja, da sehe ich auch eine Bevölkerung. Auch wenn sie sehr winzig ist. Da sollten wir uns am besten, glaube ich, drauf konzentrieren, dass wir die zerstören, damit wir ihm einfach in den Bankrott stürzen. Diese Insel müssen wir einfach übernehmen. Und möglichst ohne das Atomkraftwerk zu sprengen. Was? Wir dürfen keine Atomkraftwerke sprengen? Da oben ist ein Warendepot, direkt am Atomkraftwerk und am Staudamm. Das könntest du übernehmen mit einem Hawk. Würde ich sagen. Den Rest der Insel können wir dem Erdboden gleich machen, das ist kein Problem. Wir wollten aber hier unten am Staudamm auch noch was übernehmen. Ja, wir haben doch 2 Hawks. Atomkraftwerk meldet geringfügige Störung. Atomkraftwerk hat schon wieder eine Störung. Alter, jetzt kommt es. Das ist jetzt in dieser Folge das dritte Mal. Ja. Aber wir haben im Moment nicht viele Alternativen. Achtung, gerade ein bisschen Produktionsstillstand. Leicht. Also das wird eh erst dann interessant. Ein Kraftwerk wird wenn erst explodieren, wenn wir gerade Tor angegriffen haben. Vorher nicht. So. Das wird ein bisschen beunruhigend gerade. Worauf schießen wir denn dann? Also ich würde sagen, aufs Dorfzentrum, also aufs Stadtzentrum, auf eins von beiden. Warum nicht in die Mitte? Kannst du auch machen, wenn es beide zerstört. Hauptsache er ist seine Bevölkerung los, das ist das Wichtige. Hat er irgendwo einen Hafen, eine Werft? Stimmt, genug. Ich meine auf der Hauptinsel. Ja, ja, da hinten, ich sehe den Hafen und die Werft. Dann könnten wir da die nächste hin platzieren in die Ecke. Wobei, nee, die Werft können wir mit Schiffen attackieren, ohne Probleme, ne?
Ja, der hat ja hier ein paar Türme, ne? Das ist auch noch das Problem. Ein paar Wachtürme. Und die werden EMP'd. 5 Stück. Boah, 5 Wachtürme. Kann man Wachtürme EMP'en? Weiß ich nicht. Im Zweifelsfall schießen wir da einfach mit einem Firebird einen Bombenteppich drauf. Hast du noch Metamaterial? Wir haben hier irgendwo eine Unsichtbarkeit. Impuls? Nee. Wir hatten irgendwo eine Unsichtbarkeit, ja. Ja, die können wir dann gebrauchen. Spektralmaske. Eine Spektralmaske. Das Ding geht dann in den Hafen. Oh, ich weiß nicht, ob es... Na doch, das können Flugzeuge auch tragen, die Spektralmaske. Ja, Maske. Ist doch gut. Das schicken wir dann in den Hafen und zerstören damit die Türme. Und wenn wir das haben, gehen die Schiffe auf die Werft, aufs Kontor. Und als nächstes, ja, wir müssen die Hauptinsel komplett ausräuchern. Das ist das Wichtigste, würde ich sagen. Die anderen Inseln werden dann einfach schnell folgen. Die werden wir dann einfach mit Luftangriffen niedermachen. Hier ist eine Waffenproduktion. Sprengstoff und Waffen, ja, ich sehe es. Rüstungsbetrieb. Ja gut, was haben wir denn sonst noch? Da müssen wir gucken, wie wir das alles Alter, sind die Inseln zugebaut mit Kraftwerken? Das ist ja heftig, ey. Wofür braucht der Kerl so viel Energie? Hier ist eine U-Boot-Werft. Ihre Frist ist abgelaufen. Sollen wir oder sollen wir einfach angreifen? Nee, ich hole mir nochmal eine Sicherheit. Nee. Eine Schonfrist. Ausnahmsweise. Du willst den Erstschlag ausführen, kann das sein? Ja. Hier ist eine Werft und eine U-Boot-Werft auf der Insel entwickelt. In der Mitte der Karte. So. Die unten links hatte auch einen Staudamm, meine ich, ne? Mach ich den da drauf? Nee, hat sie nicht. Doch, da. Die hat sogar einen fertigen Staudamm, genau. Ja, da kommt ein Hawk hin. Auf jeden Fall. Das Ding muss einer übernehmen. Was ist denn das Warendepot in der Nähe? Da sind zwei in der Nähe. Ja. Eigentlich ist der Staudamm gar nicht im Baubereich. Nö, ist ja auch nicht. Wir müssen da einen Turm, Dings übernehmen und dann den Staudamm übernehmen. Ja, das Rechte würde ich sagen. Das, was am nächsten dran steht, das übernehmen wir. Und den Rest bomben wir in Grund und Boden und fertig. Dann ist das unsere Insel. Hier ist übrigens auch noch eine Werft und eine U-Boot-Werft. Ja, der hat ein paar Sachen. Alter, hier diese Mini-Insel ist mir erstmal relativ egal. Die können wir mit Schiffen zerlegen. Da kommen wir an alle Gebäude von den Küsten dran. Die unten in der Mitte. Und die unten rechts, da müssen wir mal gucken. Da ist auch ein Flughafen und mehrere Raketenabschussbasen. Ich würde mal sagen, diese... In der Hauptinsel. Ja, ich gehe drauf. Ja. Das machen die beiden Raketen der Dings, die kommen der da drauf. Der U-Boote, Raketen-U-Boote kommen da drauf. Achso, ja, das kannst du machen. Dann wohin schießen wir die? Ins Dorfzentrum, die eine und die zweite? Beide in die Dorfzentren. Achso, ja, gut, kannst du auch machen. Die haben ja nicht so viel Wucht wie so eine normale Rakete. Dann sprengen wir die beiden weg. Und übernehmen oben am AKW die Ecke mit einem Hawk. Da kannst du schon mal einen Hawk hinschicken. Die brauchen ja eh keinen Sprit. Ja, nicht so lange sie stehen. Wir haben aber nur einen. Doch, wir haben zwei. Wir haben Hawks. Zwei. Ich habe einen schon geschnappt, der fährt dann jetzt mal dahin. Der andere, der fliegt schon mal zum Staudamm. Mal gucken, was er macht, wenn ich ihn jetzt dahin schicke. Ob er dann anfängt, Alarm zu schlagen, wenn ich ihm einen Hawk auf die Insel schiebe. Problem ist, die Warendepots können bei ihm sicher auch werden, ne? Bei dem hier nicht, das ist ein kleines. Bei dem oben am Atomkraftwerk, das ist ein kleines Warendepot, ja, das ist nicht ausgebaut. Bei den anderen, die können sich wehren. Das war unten links die Insel, ne? Ja. Das eine, was ich übernehmen möchte, kann sich auch nicht wehren, nur das daneben. Also schicken wir da ein Firebird hinterher und bomben die direkt nieder. Da ist auch eine Atomrakete. Ne, da kommt eine Rakete hin, würde ich sagen. Auf das Raketensilo eine Rakete. Und das sprengt dann da hoffentlich auch die Warendepots und Kraftwerke in die Luft. Oh Gott, solange das andere Kraftwerk nicht Feuer fängt und in die Luft, also nicht Kraftwerk, Warendepot in die Luft fliegt. Das sollte nicht. Und selbst wenn, dann ist es eben so. Mein Gott, der Staudamm ist doch nicht sofort kaputt, dann können wir doch da das Ding immer noch retten. Und wenn nicht, müssen wir ihn halt neu bauen. Das ist zwar ärgerlich, aber ist dann halt so. Die Pandora und die Walross, die gehen zumal schon in der Hauptinsel. Negativ. Nein, Moment, die... Hä? Ich muss verrückt sein. Er wollte uns gerade wieder den Krieg erklären. Ich hab's gesehen. So, die müssen ja Hawk. Das Metamaterial kriegen. Ach, da ist der Hawk. Er ist unterwegs. Das ist so unfair, was wir hier gerade machen, Produktion ne? Gestoppt.
Ja, wir kundschaften hier aus halt, ne? Ein kleines bisschen. Ups, jetzt habe ich aus dem Monitor rausgeklickt. Ich hoffe mal, das hat die Aufnahme nicht unterbrochen. So, unsere Kriege, wir haben ja 3 Kriegsschiffe, die entern können, auch noch. Okay, wir sollten erstmal gucken, dass wir auf die Werften jeweils mindestens 2 Schiffe draufschicken. 2 große. Wo haben wir denn überall Werften? Auf jeder Insel eigentlich, oder? Auf der Hauptinsel, das ist erstmal egal. Das können wir aus der Luft angreifen, erstmal, würde ich sagen, oder? Wir nehmen kleine. So, die Metamaterie. Folge ist übrigens vorbei. Ich weiß. So, die U-Boote kriegen jetzt nochmal das Metamaterial drauf. Warum? Damit sie unsichtbar sind, wenn sie ihre Atomraketen fertig machen. Okay. Greift er die denn dann schon an? Ich hab keine Ahnung, ob der sie angreifen wird oder nicht. Also wir haben, wenn ich es richtig sehe, auf jeder Insel Werften an den Häfen. Und übrigens, müssen wir uns eigentlich Sorgen machen um die Flotte, die hier um uns rumsteht? Ja. Oder bist du relativ sicher, dass unsere Flaks das schon schaffen? So, ich habe jetzt hier die Panzerung nochmal, eine bessere. Dann kann ich hier nochmal die Angriffsstärke nochmal einmal erhöhen. Ach da. Ne, es ist ein Marineabwehrturm. Wo ist denn der für Nicht-Marine? Die normalen Flaks, wo sind die? Diese Roboter, die da so rumstehen. Das kenne ich nicht, wie man sie baut. Bei den Techs baut man die, glaube ich, oder? Bei den Techs, ja gut, dann kann ich ja da nochmal gucken. Da ist auch ein Marineabwehr, den suche ich nicht. Ach, da oben. Naja, die sind bei Infrastruktur ganz oben. Flak. Ach, da oben, ich sehe sie. Ja, wir brauchen dafür aber Munition, die wir nicht mehr haben auf der Hauptinsel. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich hauptsächlich unsere Hauptinsel verteidigen, denke ich mal. Wir haben hier noch... Oh ne, wir haben nur noch 3 Tonnen Munition. Warum haben wir nur noch 3 Tonnen Munition hier drauf? Weil du sie verbraucht hast. Wo ist unser Schiff? Ach, hier drüben steht es im Hafen, noch mit Erz. So. 3 Tonnen Munition mehr. Ist es nicht mehr? Kann ja nicht sein. Vor allem, der hat sich nicht beschwert, dass wir Dings dahin kommen zu ihm? Bis jetzt nicht. Mit Flugzeugen und. Lass dann jetzt auch mal die Produktionen, die wir nicht brauchen, ein bisschen einschlafen. Fahr die Industrie ein ganzes Stück runter, so weit wie geht. Unsere Kohlekraftwerke müsste ich mal wieder ausschalten. Guck mal, wie viel Energie wir verbrauchen. Jetzt habe ich die Kohlekraft auf der Hauptinsel ausgemacht und obwohl wir ein komplett neues AKW haben, haben wir jetzt noch gerade mal 150 Energieüberschuss. Das ist schon heftig, wie viel wir verbrauchen, ne? So. Die Marineabwehrtürme haben jetzt 1210 Leben und 39 Angriffskraft. Hat doch was. 8 DPS. Und alle Warendepots sind voll ausgebaut. Die Flaks haben 12 Angriffskraft. Ups. Nein, lass das. So. So, und die beiden Herren. Da geht nicht, das ist kein Platz. Ach Mann, das ist so scheiße, dass die so ein wenig Reichweite haben, ne? Was denn? Die Flaks oder was? Die U-Boote. Müssen direkt vor die Küste, ey. Ja, macht doch nichts. Direkt. Ich habe jetzt nochmal dafür gesorgt, dass auf unserer Hauptinsel ein paar Warendepots verteilt sind, die voll ausgebaut sind und sich wehren können, wenn es sein muss. Das hat nicht so gut funktioniert. Hallo? Gerade hat es funktioniert. Hier auf der Insel will es nicht funktionieren. Egal. Jetzt habe ich es ja manuell ausgebaut. Oh, jetzt sind sie in der Wirkungsbereich. Okay, das ist gut. So, jetzt hier die Flotte hier, die wir hier haben.
Wir haben ja hier noch eine kleine Flotte. Wieso kann ich keine Marinewehrtürme bauen? Ach, weil ich keine Munition habe. Oh. Ja, dafür braucht man Munition. Ja, ich bin gerade dabei, ich baue gerade Munition. Nur ich habe keine so riesige Munitionsfabrik gebaut bis jetzt. Weil wir ja nie so wirklich viel von dem Zeug gebraucht haben. Also warum sollte ich da Monsterproduktion von hinstellen? Ich hab's jetzt nochmal ausgebaut. Wie viel haben wir? 7, das reicht doch schon wieder für einen. Falsch, da wollte ich nicht hin, ich wollte da hin. Marineabwehr. Wo willst du denn jetzt einen Marineabwehrturm hinbauen? Ich bin gerade dabei, welche um den Hafen zu bauen bei unserer Werkzeuginsel. Ah, da sind ja schon welche. Nee, auf der anderen Seite nicht. Produktion gestoppt. Da waren auch noch Flachs. So. Ich hoffe nur mal, wir haben genug Energie. So. Technologie finalisiert. Verbesserte Wuchtgeschosse, ja, schön. Bringt mir aber jetzt nichts, ehrlich. Weil wir wollen ja jetzt den finalen Schlag machen. Na los, ich brauche noch ein paar Tonnen. Komm schon. So, Moment. Achtung, Explosion auf Ölplattform explodiert. Gefahr einer Ölpest. Ach Leute. Nur 2 Tonnen? Was soll das denn? Okay, Stahl brauchen wir jetzt nicht mehr so viel. Den schalte ich ab. Ein bisschen Werkzeug mache ich noch auf. So, Moment, jetzt muss ich gerade mal gucken. Kalypso ist niedrig. Das ist auch niedrige Chance. Das ist eine sehr hohe Chance. Fehlerfreies Übernahmekommando. Den stelle ich mir schon mal neben den Koloss hier, damit ich den Koloss direkt entern kann. Kann ich das hier mit der geringen Erfolgschance versuchen, den Koloss zu entern? Und diesen Koloss kann ich auch versuchen zu entern. Tu es einfach und dann schlagen wir gleich zu. Wir können aber jetzt auch die Pause. Ja, rein. Wir können jetzt hier gleich die Folge beenden, denn geknallt wird ja nochmal am Ende vom 31. Und wir haben ja jetzt zumindest bei uns Mittag, ne? Würde ich mal sagen. Das heißt, in der nächsten Folge gibt es dann erst das große Gewitter. Am 1. Yep. So. Ich habe hier nochmal eben 2 Kraftwerke hingestellt, falls die Energie nicht reicht. Dieses Geschäft, ne? 40 Tonnen Carbon, 5 Tonnen Carbon zurückgekriegt. Ja, das ist einfach nur... da. Egal. Gut, dann haben wir das soweit. So, dann bevor wir eine Ölpest haben, lösche ich das hier auch nochmal. Ich schnapp mir mal eins von den Raketensilos, wenn ich hier eins finde. Das ist, glaube ich, dafür geeignet. Bist du fertig? Ich lösche gerade. Nein. So. Ich lösche. Du gelöscht gar nicht. Du guckst beim Löschen zu. So, ich habe mir jetzt hier 2 Raketensilos geschnappt. Ja, die müssen wir auch noch, wir haben zwar jetzt die Ziele sozusagen ausgekoren, aber wir haben noch nicht die Zielkoordinaten eingegeben. Das werden wir jetzt gleich machen, in der nächsten Folge direkt am Anfang. Wir sind ja jetzt schon bei 10 Minuten Überlänge fast angekommen. Ach ja, ist halt Silvester. Ist halt Silvester. Wir haben jetzt hier zumindest angefangen, wir haben uns die Ziele ausgeguckt, was wir machen wollen, wo wir hin angreifen wollen. Das wird dann jetzt in der nächsten Folge nochmal genauer, wenn wir die Koordinaten alle festsetzen und dann nur noch feuern müssen. Dann müssen wir noch Schiffe verteilen beim nächsten Mal, denke ich mal. Ja. Das wird auch noch spaßig. Hier die Kommandoschiffe, die entern, die sollten vielleicht beschützt werden. Ja, die müssten wir mit mindestens einer Eskorte, lieber mit 2 bis 3 Eskorten losschicken, weil ansonsten wird das nicht. Beziehungsweise die eine niedrige Chance haben, etwas zu entern. Diese Schiffe, die sie ja entern, sind ja angreifbar, dann können wir sie doch, ohne dass sie sich wehren können, verschenken. Ja. Könnten wir. Das wäre bevor wir hoffen, dass diese niedrige Chance, dass wir die entern, kann man die denn angreifen, während sie geentert werden? Ja. Dann ist das cool. Das ist ja das große Problem, wenn man immer so eine Enter-Mission hat und eine ganze Eskorte mit sich nimmt und dann die Eskorte dann draufschießt auf das Schiff, was geentert werden soll. wo ich dann letztens noch vor 3 Folgen oder so gesagt habe, nein, verschwindet hier.
Verpisst euch! Geht weg! Naja. Gut, dann halt diese Folge jetzt reine finale Vorbereitung, würde ich mal sagen. Wir haben jetzt alles soweit fertig, dass wir angreifen können beim nächsten Mal. Und genau das werden wir dann jetzt auch tun. Und bevor wir jetzt noch mehr Überlänge kriegen, denn jetzt sind wir schon bei 30,5 Minuten, würde ich sagen, wir machen jetzt hier wirklich endgültig einen Cut und sehen uns dann beim nächsten Mal wieder zum großen Feuerwerk. Jo, bis dann. Ciao, ciao. Ciao.